Hallo zusammen. Möchtet ihr sehen, wie der Riesenkonzern McDonald's seine Hamburger und andere Produkte herstellt? Dann lasst uns loslegen. Erstens Hamburgerbrötchen. Die industrielle Fertigung von Hamburgerbrötchen beginnt mit der Herstellung von Teig. Zunächst wird der Vorteig angesetzt. Er wird bei McDonald's aus hochwertigem Mehl, Wasser, flüssiger Hefe und Salz gemacht. Den Vorteig lässt man für 4 Stunden in einem speziellen Raum gären. Nach Ablauf dieser Zeit wird er auf dem Förderband mit den restlichen Zutaten wie Zucker, Salz und so weiter vermischt. Aber keine Sorge, die sogenannten Buns sind zwar keine diätische Kost, aber ihr Zuckeranteil beträgt weniger als 5%. Im weiteren Schritt wird der schon fertige Teig von einer speziellen Maschine nochmal richtig durchgeknetet, im Mehl gerollt und zu kleinen Kugeln geformt. Diese werden anschließend in Förmchen gesetzt. Die Rohlinge lässt man daraufhin 55 Minuten bei einer Temperatur von 40 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 90% gehen. Jetzt fehlen ihnen nur noch die Sesamkörner. Die Brötchen lässt man durch eine Maschine laufen, die eine gleichmäßige Schicht Sesamkörner darüber streut. Dann landen sie in einem riesigen Ofen, wo sie zwischen 8 und 9 Minuten bei 240 Grad gebacken werden. Nachdem sie den gewünschten Bräunegrad erreicht haben, lässt man sie für 27 Minuten abkühlen. Am Ende der Kette, bevor die Brötchen in Scheiben geschnitten und verpackt werden, steht die Kontrolle. Und im Restaurant werden sie vor dem Belegen in einem speziellen Backofen nochmal getoastet. Der Produktionsprozess der Buletten bei McDonald's ist sehr einfach. Rindfleisch wird mit speziellen verblombten Lastern angeliefert und im Anschluss auf Frische sowie auf die Kontamination mit diversen Bakterien geprüft. Daraufhin wird das magere und fette Fleisch miteinander vermischt und durch einen riesigen Fleischwolf gejagt. So entsteht 100%iges Rinderhackfleisch, wie man es aus dem Supermarkt kennt. Und das wichtigste Geheimnis der Rindfleischfrikadellen ist, dass sie für 24 Minuten in einen gigantischen Gefrierraum geschickt werden, gleich nachdem eine spezielle Maschine ihnen die gewünschte Form verliehen hat. Anschließend werden sie verpackt und an die Restaurants ausgeliefert. Lasst euch die Zahl auf der Zunge zergehen. In einer solchen Fabrik werden täglich 3 Millionen Buletten hergestellt und in den Restaurants werden sie gebraten, bis ihr Inneres eine Temperatur von mindestens 69 Grad Celsius erreicht hat. Um die größtmögliche Frische und Qualität von Gemüse zu gewährleisten, wird der Boden der Anbauflächen regelmäßigen Kontrollen unterzogen. Nach der Ernte wird das Gemüse in eine Fabrik transportiert, wo es sorgfältig gewaschen und desinfiziert wird. Als nächstes wird es von Qualitätsexperten auf Güte geprüft, wobei mangelhafte Blätter aussortiert werden. Daraufhin wird es je nachdem, in welchen Speisen es als Zutat verwendet wird, geschnitten.
Und das sind die firmentypischen Gürkchen, die uns allen so gut schmecken. Die Grundzutaten des Tomatenketchups von Heinz bleiben seit jeher unverändert. Das sind Tomaten, Zucker, Speisesalz, Gewürze und Essig. Tomaten, die später püriert werden, werden auf spezielle Farmen angebaut, wo nur hochwertige Samen zum Einsatz kommen. Für den Produktionsprozess der Paste ist es wichtig, dass sie schön fleischig und nicht wässrig sind, sodass man ihnen keine Stärke hinzufügen muss. Daraufhin werden Gewürze in die Paste gegeben, die man aus Kräutern, scharfer Paprika und Gemüse herstellt. Das genaue Rezept wird als Betriebsgeheimnis gehütet. Die einzig bekannte Zutat ist Sellerie. Im Anschluss wird die ganze Masse verrührt sowie mit Essig, Zucker und Salz abgeschmeckt. Nach einer Erhitzung wird das Produkt einer Homogenisierungsvorrichtung zugeführt, in der sämtliche Zutaten zu einer homogenen, dickflüssigen Masse verrührt werden. Anschließend muss es schnell gekühlt werden. Dieser Produktionsschritt ist ebenso wichtig wie die Erhitzung, weil dadurch eine lange Haltbarkeit des Ketchups gewährleistet werden kann. Selbstverständlich sind Hamburger ohne eine Scheibe guten Käse unvorstellbar. Und so wird diese wichtige Zutat hergestellt. Ein Fischfilet durchläuft einen langen Weg, bis es auf dem Tisch des Kunden landet und dieser beginnt im Meer. Als allererstes werden die Fische im großen Stil mit Netzen gefangen. Und dann in eine Verarbeitungsfabrik geschickt, wo sie ausgeweidet, gewaschen und sortiert werden. Und in der nächsten Fabrik treffen sie schon als zusammengepresste Blöcke ein. Dort werden sie von einer speziellen Maschine in jeweils 150 Teile zersägt und anschließend auf dem Förderband paniert. Nun müssen die Seelachsfiletstücke in einer riesigen Kammer tiefgefroren werden. Das dauert lediglich 8 Minuten. Und um sicherzustellen, dass keine Fehlfabrikate später im Supermarktregal zu finden sind, wird das Filet stichprobenweise frittiert und verkostet. Dabei wird vor allen Dingen auf dessen Geschmack, Geruch und Farbe geachtet. Die Reise von Pommes Frites beginnt auf dem Land. Die Kartoffeln werden bei der optimalen Anzahl an Sonnentagen angebaut.
Nach der Ernte werden sie gewaschen und in einem Dampfschäler von der Schale befreit. Es handelt sich dabei um eine Vorrichtung, die gewissermaßen an eine Waschmaschine erinnert, mit dem Unterschied, dass deren Trommel mit speziellen Zacken bestückt ist. Anschließend werden die Kartoffeln nochmal gewaschen und blanchiert. Dabei wird jede einzelne davon durch ein Klingengitter gedrückt und landet als mehrere längliche Stäbchen in einem Auffangbehälter. Es sei erwähnt, dass die Knollen in dieser Produktionsphase eine Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometer erreichen können. Ihr wisst selbstverständlich, dass Kartoffeln manchmal dunkelfleckige Partien aufweisen und um sie zu entfernen, werden Laser- und Optikscanner eingesetzt, die die dunklen Stellen erkennen und mit Luftstrahlen herauslösen. Danach werden die Stäbchen in Bandtrocknern vorgetrocknet und in großen, kontinuierlich betriebenen Fritteusen ausgebacken. Anschließend werden sie in Kühlgefriertunneln gekühlt, eingefroren und verpackt. Nun müssen sie nur noch an die Restaurants ausgeliefert werden, wo man sie in einem Öl mit einem hohen Ölsäuregehalt frittiert. Und wie sieht es mit Cola aus, die als das wichtigste Getränk von McDonald's gilt? Ihr Herstellungsprozess beginnt mit einer mehrstufigen Wasserreinigung und Filterung. Den nächsten wichtigen Schritt stellt das Mixen von Sirup, dessen Rezeptur streng geheim ist, und gereinigtem Wasser dar, was in Saturationstanks stattfindet. Da drin wird die Cola mit Kohlensäure gesättigt. Danach wird das bereits fertige Produkt in Flaschen abgefüllt. Ob sie alle einen Drehverschluss erhielten und die Füllmenge dem Produktionsstandard entspricht, wird von einer Qualitätsprüfungsvorrichtung kontrolliert. Sollte mit einer Flasche etwas nicht stimmen, wird sie automatisch vom Förderband entfernt. Anschließend werden die Flaschen maschinell etikettiert sowie mit Abfülldatum und Uhrzeit und Haltbarkeitsdatum bedruckt. Die Produktion von Chicken Nuggets fängt damit an, dass die Hähnchenbrüste von den ganzen Schlachtkörpern abgetrennt werden. Daraufhin kommen sie in eine Vermischungskammer, wo sie mit Blender zerkleinert werden. In dieser Phase werden Gewürze wie Sellerie und schwarzer Pfeffer sowie ein bisschen Hühnerhaut als Geschmacksverbesserer und Bindemittel dazugegeben. Doch noch sind die Nuggets, die wir alle so lieben, nicht fertig. Die Geflügelmasse kommt in eine Formgebungsmaschine, die ihnen die folgenden vier McNugget-Formen verpasst. Die Glocke, die Kugel, der Stiefel und die Fliege. Danach werden die Häppchen mit Paniermehl und Panade umhüllt und kurz frittiert, bis die Umhüllung eine Kruste bekommt. Sie sind aber immer noch nicht zum Verzehr geeignet und werden tiefgefroren, damit sie länger frisch bleiben. Erst im Restaurant werden sie richtig frittiert. Und zuvor müssen die Chicken Nuggets noch in einem speziellen Raum verpackt werden, in dem sie dann auf ihre Auslieferung warten.